Warte mal. Geht's jetzt hier los oder was? Nein, nein, es geht gleich erst los. Warte. 40 Sekunden, siehst du noch um. V-Bucks. Was geht, Spendi? Was macht ihr jetzt? Defron. Fortnite Practice. Okay. Ja, ist gut. Okay, mach das. Gut, dann klicke ich mich aus, Jungs. So, jalla, Jungs. Nein, bitte bleib. Okay, Danny. Okay, kein heißes Race. Einfach. Nee. Heute nicht. Warum? Ach so. Ah, ja, okay, ich bin noch ein bisschen erkältet. Muss fit sein für morgen. Sehr schön, vielen Dank, Mickey. Geh noch entspannt, Danny Rage. Sehr schön. Ich kann aber eigentlich sowas auch. Hier, betrügen. Kann man sprinten? Push Kurats! Ich kann so eine Defron. Ich hab. Hau rein, Danny. Okay. Wie geht das jetzt hier? Ich kann sowas. Also, bist du gesprintet, Eli? Nein, man kann nicht sprinten. Sag ich dir nicht. Okay. Hast du gerade gesagt, sag ich dir nicht? Guck. Oh mein Gott! Der ist so ein Assi. Warte, ich zeig dir. Ah! Guck. Jungs! Jungs, wartet mal ganz kurz. Sowas kann ich ja carryen, du läufst einfach hinterher. Ja, ihr seid beide krass. Warte, wollen wir auf Willi warten? Nein, macht Meter, ihr seid voll cool. Nee, warte. Ist der Willi, dass er nicht hinterherkommt, Bro? Nee, du bist krass, Bro. Okay. Oh, nein! Nein! Wartet, Jungs. Guck mal, ich practice das mal selber. Aber warte, kann man hier durch die Mitte gehen? Nee, geht nicht, Chat, geht nicht. Ja, ich kann es auch alleine. Guck mal, wie gut ich bin. Richtig. Bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Nee. Wo spawnt man denn dann? Wer ist denn noch da hinten? Der soll mal kommen. Boah. Hallo. Ja, ich kann es wirklich, guck mal hier. Zack. Er hat einfach alles ausgelöst, was ging. Komm ich noch da? Hier. Oh. Ey, ihr könnt direkt runterlaufen. Hä? Ihr könnt hier direkt runterlaufen. Okay, warte mal. Wo ich bin, jetzt einfach direkt runter. Warum nehmen? Jungs, bitte. Einfach runterlaufen. Was ist das denn? Warte, ich mach. Ja, okay, hab geschafft. Einfach runterlaufen. Ich hab's auch, ich hab's. Wie, was ist das? Was mach ich? Ich hab's. Ja, ist mir richtig gut in so einem Spielrohr. Ich auch. Oh, hier kann's knallen, warte schnell. Okay, warte. Ich hab hier keine Stretch, ich hab's. Rechts, erste Dings und dann rechts lang, würde ich sagen. Ja, das ist recht. Doch, ich hab Stretch, hier, bin drin. Bin auch drin. Ja, ist ja easy, Chat, das schaff ich easy. Guck mal hier. Okay, hier müssen wir ein bisschen mehr springen. Ich bin durch. Eli nicht? Ja, warte. Okay, mach ich auch. Ich dachte, es wäre schlimmer. Ich dachte, es wäre mit Editieren und sowas. Nein. Aber es gibt da auch richtig ekelhafte Level, Eli, ne? Das darfst du nicht unterschätzen. Okay. Die stehen alle hinter dir, André. André, mein Chat, wurde das Herz gebrochen. Hä? Was denn? Was? Nee, ich meine gerade hier, nicht wegen Ding. Wegen André? Nein, hier wegen Spiel. Okay, das ist nicht so einfach. Oh. André Kopf. Ich hab es. Schön gesagt, Bruderherz. Ernst. Ich hab es. Okay, schön gesagt, Bruderherz. Was ist das? Ja, man kann einfach durchlaufen. Oder warte, sterbe ich? Ah, ich hab's geschafft. Ich glaube, ich sterbe. Ich nicht. Weil es bei mir getriggert hat, bei dir nicht. Ja. Hä? Wie soll ich das hier machen? Aber ich hab schon Checkpoint geholt. Warte, ich komm zurück. Ah, genau so. Sind der Beste in so Sachen? Was? Stinkies? Und jetzt? Und dann komm ich, warte. Ja, ein bisschen Schaden, passt. So, ja, war's 1-0, Leute? Ja. War's 1-0? Wenn nicht, gibt's einen Bann. Wegen Noten. Boah, zählt nicht. Ey, warte mal, ich bin wieder hier hinten. Oh, Jungs, ich kann nicht die ganze Zeit warten. Wer will ich?
sein. Zeig mal, Willi, zeig mal her. Zählt nicht. Hey, Digga, chunken die direkt rum. Wir gucken uns okay, Eli, hier nicht lang, hier nicht lang, Bro. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Du kannst aber nicht mit dich gehen. Oh mein Gott. Nee, Bruderherz. Okay. Ich weiß, wie es geht, halt. So, Bruderherz, guck mal. Da machst du diese auf Lock. Nochmal. Ja, machen wir beide gut. Du musst doch Platz machen, dann hättest du. Bruder, das ist doch nicht meine Schuld. Jetzt ist er durch wegen mir! Nein, das geht easy. Guck hier, guck hier, Eli. Oh. Ja, Bruder. Schön. Oh. Kopf durch. Ja. Mann, wartet mal. Willi, wir können schon mal warten. Sehr schön gesagt. Geh durch die Mitte. Inter Mailand hat in der 95. 2-1 gemacht. Das ist dick. Oh, Wallaya. 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 Walla, nein. Packt er mich ab, Alter. Bin ich ganz oben, weil ich der Beste bin? Ah, oh, Bruder, nein. Der Marcel aus der Ehre spendet 1 Euro. Wer schuldet dir nochmal hier 100 Yen Euro? Bitte Teilzeichen Euro, Komma, Cent, Absatzzeichen Euro, Pipe symbolieren, Geteiltzeichen Yen, Geteiltzeichen Pipe Symbol Euro, Absatzzeichen. Also hat die Miki die Subs gegeben, Eli? Pipe Symbol Euro, Absatzzeichen Yen, Bigradzeichen Yen, Yen, Absatzzeichen Yen, Zeichen Yen, Yen, Exim, Geteiltzeichen, Absatzzeichen, Pipe Symbol. Mann, du Schwanz, du! Ich mach den Defon gerade alleine. Oh, Digga! Boah, wir werden morgen gewinnen. Also, ja, okay. Ja. Sag ich auch. Oh. Wir werden morgen gewinnen. Ich hab hier einen Straight. Fucking Sleeper, man! Okay, dann machen wir. Okay. Oh. Du bist der Beste. Hier. Hä? Wie weit soll ich denn noch springen? Ducken? Stimmt, man kann ja nicht runter. Hier kann man nicht runter. Ah, guck jetzt hier. Hä? Was ist das hier, Chat? Sehen, Willi? Normal, hab ich gesehen. Ich darf nicht auf die Sachen hier rauf. Ach, man darf die nicht berühren. Oh. Ah. Sabit. Zack. Ja. Der Beste. Und jetzt? Kann sie nicht durch, warte. Ah, tamam. Muss einmal springen und dann wieder hochspringen. Mit ihr hinten. Ich bin doch durch, Bro. Verstehst du das nicht? Ich bin nicht ein normaler Spieler. Oh. Zack. Sabbat. Hoppa. Okay, das macht keinen Sinn. Acht Minuten Nachspielzeit in Barcelona. Erklär mir mal für die Frage. Kannst du mir kurz erklären, wie ich dieses Eis hier hochkomme? Kann mir mal einer erklären, wie man da rüberkommen soll? Wenn man da rüberkommt und dann? Hä? Wie soll das denn funktionieren? Ich glaube, hier ist noch ein Spinning. Aha. Oh mein Gott! Guck's dir an. Hier ist so ein Impulsding. Willi, wie geht's hier nach hinten? Schaffst du's, Bro? Oder soll ich nochmal zurück? Hm. Ja, okay, das schaffst du nicht. Hab's. Gelb-rot, Busquets, perfekt. Willi, du bist mute, ne? Oh, Hilfe! Ja, ich komm beim zweiten nicht rüber. Ey, ich bin komplett raus! Hä? Jungs, wo bin ich? Das gibt's nicht. Wo bin ich? Ja. What? Wo bin ich? Jetzt mal ernst? Ich hab keine Ahnung. Der Pesoboss spendet 1 Euro. Welcher Fußballfan bist du? Hoffmann Bayern 187 Gang Dollar minus. Schwarzes Ausrufezeichen. Was muss ich machen, Chat? Dollar das Ausrufezeichen. Ist ja hier wie Dollar alte 4 in Leicht eigentlich. Minuszeichen. Schwarzes Ausrufezeichen. Erschrockenes Gesicht. Oh, kein okay. Zutrittzeichen. Zwinkerndes Gesicht. Wie schlau, Hilfe! Was? Wie regnet der, ne?
Hab. Parkour-Zeiten waren so cool. Safe, Bro, fühle ich. Oh mein Gott. Easy. Oh mein Gott, das ist voll schwer. Oh mein Gott. Okay. 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 Ja, ja, das morgen okay. Im Turnier ist. Okay. Okay. Gegentor? Nein. Rayo Vallecano führt 1-0. Hä? Hört ihr das? Ja. Warte mal, wie komme ich denn hier rüber? Kann mir das mal einer erklären? What? Oh, wo bist du? Ich weiß nicht, wie ich rüberkomme. Oh, ich bin ganz weit vorne. Okay. Ich weiß nicht, wie ich hier rüberkomme. Okay. Hey, ist doch easy. Richtiger Ehrgeiz. Du musst links gehen. Ah, hab. Und jetzt? Okay. Guter Ehrgeiz. Guter Ehrgeiz. Abseits Tor zählt nicht, oh Gott. Sehr gut, guter Ehrgeiz. Okay, guter Ehrgeiz. Erklär mal, wie das gehen soll. Guter Ehrgeiz. Ja. Was? Hätte man schon die Teams ja. Also viele. Hä? Offenbar. Bist du auch? Bist du erst hier, Eli? Hilfe! Hä? Bist du dumm? Ich hab's, Bro, sorry. Deswegen meinte ich das. Ja, aber wie soll das denn gehen? Oh, sorry, Bro, kann ich nicht sagen. Fuck. Rot! Was? Ich weiß nicht, wo du bist, Bruder. Ja, du bist viel zu schnell gelaufen. Warte, ich lauf zurück. Ich kann nicht zurück. Nein. Warte, ich guck deinen Stream. Hab. Ja, perfekt. Nice. Herr Willi, du schaffst es hier auch noch nicht? Hä? Ich bin doch schon vor dir, Bruder. Ich bin Itachi. Okay. Ich bin Itachi, Eli. So, Bro. Easy, Bro. Deswegen sage ich ja. Was denn? Alice Lümmel spendet 1 Euro. Ich will in deinem Mind A, yes, Daddy A. Dollar plus Dollar. Ah, jetzt ist stolpern, ne? Nee, du bist ja eh hinter mir. Ah, hier kannst du nicht runter. Meinst du? Nein, hier kannst du nicht runter. Ausrufezeichen, Hilfe in meinem Chat, dann für Leute wie dich, da gibt's ja Kurse. Naja, ich sehe das gerade, Bruder. Schön gesagt, Bruder. Jetzt guck mal bei mir. Bro hat so hattet spendet ja, einfach Euro. Hier hinlang. Brauch neue Bilder von deiner Mann. Okay. Läuft besser wie mit deinen. Einfach Gaming HD bei dir im Ausrufezeichen. Jetzt okay, dann? Guck mal, Bruder, das geht nicht. Digga, wie kommt man denn darüber? Oh, das schaue ich mir mal an. Oh, Eli, komm, Bro! Mann! Geht nicht, ne? Der Bruder kommt nicht. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Sorry. Ich schwör's dir, es geht nicht. Du hast was gegen mich, alles andere macht keinen Sinn. Kampf in der GG-Runde. Ja, ich bin am Ende. Heute neues Fortnite. Achso, bist du durch? Hey Eli, wenn es so ein Fallenparcours ist, dann kannst du mir einfach die ganze Zeit hinterherlaufen. Ja. Und was ist, wenn es nicht ist? Nur so auf Frage? Müssen wir beide Dings machen. Okay, nice. Hand in Hand. Ja, cool. So. Ich bin am Ende. Eli noch nicht. Hä? Wie kommt man denn? Ja, aber ich mach das ja auch hier gerade zum ersten Mal, Bro. Verstehst du? Ich auch, Bruder Herz. Ich gehe hier einfach hoch und dann pushe ich mich darüber und bin hier, zack. Okay. Dann gehe ich hier rüber, dann gehe ich hier rüber, dann gehe ich hier rüber, dann gehe ich hier rüber. Dann gehe ich hier rüber, dann gehe ich hier rüber. Darüber. Okay. Gib mir. Okay, also ich muss auf das Rote springen und dann. Oh, ja, ja. Sorry, Brodibo. Wir gucken Eli ein bisschen über seine Finger. Nimm den ein bisschen an die Hand. Das Sache. Wir gewinnen okay. Morgen. Safe, ja, ja, safe. Hä, wie safe ist das bitte, ja? Safe. So safe wie der Pullman Party Win heute. Mhm. Ja, oder dass du heute noch kiffst. Das nicht. Nee. Boah, ich bin durch. So, wie machen wir das? Eli, du kommst oder wie machen? Ah, okay. Ich muss mich ja nur orientieren. Rohatz wird spendet an Euro.
Rohat liege im Kühlschrank, ja, ja. Schau deinen Mund gerade an und will dich nick M mich edit. Wann radet? Zack. 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 Sehr stabil. So. Hä? Ja, die werden auf jeden Fall. Also man hat ja gesehen. Mit diesen Springen. Das klappt schon. Nein. Das ist ein normaler Sprung. Das ist ein normaler Sprung. Du musst einfach nur am Ende abspringen. Und vielleicht ein bisschen Anlauf holen. Digga. 9 Uhr Ende? Wurde der Nutten gebannt, der 1-0 geschrieben hat? Boah, endlich. Ha, Bro. Verdient 0-0. Hä, Digga, hat Barca nicht. Haben die nicht besser gespielt, oder was? Haben die frühe Chancen verkackt? Ihr seid gleich schon bei mir, glaube ich. Ah, hier bin ich. Da. Kommen wir rein. Wo ist Dings? Also sag dir ehrlich, hier beim Defrond, wir haben 16 Minuten gebraucht. Ich glaube, wenn du richtig schlecht bist, dann machst du das vielleicht so mit 8 Minuten Abstand, ja. Aber man schafft es, glaube ich, früher oder später mit Hilfe. Und überleg mal, 8 Minuten, das ist ja eine Folge. Lass mal hier rein, vielleicht geht's hier weiter. Ich sage euch ehrlich, Favorit ist morgen, glaube ich, Reapers. Weil der wird, Trimax wird früher oder später den Defrond schaffen. Und Reapers holt alleine die Siege. In beiden Dingern. Reapers ist richtig gut, ne, in Fortnite? Ja, extrem sogar. Menü sehr komisch, Chat. Menü sehr komisch. Ey, wir müssen eigentlich in Fall Guys rein. Wir müssen eigentlich in Fall Guys rein. Ich fühle ich auch, Fall Guys fühle ich auch. Weil aber nee, nicht nur ihr zwei. Ich schau zu, würde ich sagen. Ja, egal. Also, ich glaube, Fall Guys Training ist wirklich sehr wichtig, weil wir brauchen einfach diese Wins. Defrond kannst du, Digga, das ist so... Ja, das auf Langzeit wirst du's, schafft man das, bin ich der Meinung. So ein Trimax ist ja so schwer zu sein. Lass mal, wollen wir in Fall Guys rein? Wollen wir ein Dreier-Duell machen oder Fortnite, ist das auch No-Build morgen oder was ist das? Ja, ne? Also bei FNCS, also wir machen... Lass uns eine kleine Win-Challenge machen. Oh, nee, lass uns... Drei Fortnite, drei Fall Guys. Nee, sorry. Eine kleine Win-Challenge. Digga, ich sehe uns eher beim Duell. Wer früher Win schafft, vielleicht 10. Und das können wir so oft machen, wie willst. Aber wenn wir eine Challenge machen, müssen wir uns... an die Sachen orientieren. Aber wie willst du es im Fortnite machen, Digga? Solo-Win oder was? Ja, wer dann mehr Kills holt oder so. Achso, Kill-Duell-mäßig? Ja. Wollen wir erstmal in Fortnite? Dann lass Fortnite Kill-Duell machen. Okay. Aber null bauen oder mitbauen? Ja, das ist die Frage, was ist. Weil null bauen macht keinen Sinn gegen Dings, weil du kackst direkt, wenn du drei Gegner siehst. Aber es geht doch einfach um die Kills. Ja, ich bin ganz normal. Achso, ich dachte, ihr landet auch. Nein, Walla, nein. Okay. Ja, easy. Also gestern wurde ich Joel, top Charlie 200, Luca. Ne, Jungs. Ja. Macht mal, Jungs. Das ist falscher Ehrgeizwort. Nein. Doch. So, siehst du, was wir hier gerade suchen? Ja, mach einfach. Willi, Borussia Dortmund 2. Ja. Sind die fußballerisch nicht richtig geil? Das ist halt eine junge Mannschaft, aber kicken halt richtig gut. Sind halt Kicker. Ja, da sieht man das mal, Chat. Kicken heißt nicht alles. Guck's dir an. Die verlieren 4-0 gegen Ingolstadt. Die verlieren 3-1-0 gegen Saarbrücken. 1-1 gegen Wiesbaden. Und ich wette, Dortmund wäre so krasse Spieler. Also fußballerisch. Meinung zu Hallischer FC? Halle spielt. Mit einer meiner besten Freunde. Ja, Chat, der Song ist so geisteskrank, aber wurde von TikTok gefickt, leider. Soll ich sagen, genau wie mit allen anderen Songs. Aber Chat, warum ist es so, dass die auf TikTok
so krass, diese Sound so krass. So, warum hören so viele Leute Trap als Sound? Ja, weil es auch am coolsten ist, aber warum macht das TikTok? Normalerweise ist TikTok uncool. Meine Tür ist nicht. Ich hab Pummelparty noch offen. Ja, ja, Stow, das geht ja schon. Hey, wie viele Punkte habt ihr, Jungs? Ich hab 0. Ich hab auch 0. Also okay. Hör mir mal zu, ganz kurz, wenn du mich als Freund schätzt. Bei Willi spielt jemand im Verein. Berkan Tass. Ein guter Spieler. Und Berkan kannte mich, weil ich früher ein bisschen mit denen ab und zu mal gezockt habe auf dem Bolzplatz und so. Und wir wären fast in der gleichen Mannschaft gelandet. Und was hat Berkan über mich gesagt? Ein Fußballprofi. Sag es der Welt. Ich habe so viel krasse Gedächtnislücken, Eli. Warte. Sag es doch mal jetzt. Jetzt musst du es auch sagen. Also, er kam zu mir oder wir waren zusammen auf dem Fahrrad. Und dann habe ich so mit ihm gesprochen, wo er überall gekickt hat in Berlin, etc. Dann meinte er so da und da. Und dann meinte ich nicht so, hä, warte mal. Da, kennst du dann Eli? Also ja, ja. Ich habe mit Eli, ich habe auch schon mit Eli gezockt. Der kann richtig gut kicken. Das war ein richtiger Zocker. Aber dann hast du dich verletzt. Und das lassen wir einfach so im Raum stehen. Verstehst du? Das lassen wir jetzt einfach im Raum stehen. Von einem sehr, er ist sehr gut, oder Willi? Er ist ein sehr guter Kicker. Brutaler Zocker. Brutaler Zocker. Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Also Atta hat gerade bei mir reingezappt, um zu sagen, dass ich es nicht sagen soll. Das ist ganz gut, Mann. Ich habe 60 FPS, was ist denn hier los? Spielst du auf Nintendo Switch? Digga, was ist das für ein Item? Oh, auf was für Servern spielen wir hier? Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Hey, gegen wen fightet ihr denn? Ja, was, aber sind da Gegner? GameSound, jetzt ist GameSound da, oder? Boah. Ja, bei mir sind Gegner. Dead? Ich brauch eine Hand. Bist du? Hier. Boah, sind die dead? Oh, Rohat, Stress, Rohat! Ja, aber ich revive Eli gerade. Ich hab einen Spieler. 75 cracked. 75 cracked ist ein Einzelner. Du musst, Bruderherz. Ernst, Walla. Ja, nee, schön. Oh, Digga. Von allen Seiten! Hier. Ich bin Arena. Das ist der Kill-Duell, Digga. Warte, das ist ja dann doppelt. Ich hab mich gar nicht vorbereitet. Das ist ja low. Das ist low. Digga, was ist denn das hier? Ja, ja, das war Quatsch, glaube ich. Ja, ist es auch. Aber warum sind die in der Arena so gut? Ja, gute Frage, aber ich sage, das muss der Anspruch eigentlich sein, ohne zu übertreiben. Weißt du, was ich meine? Weil viel besser so als gegen irgendwelche. Ja, gegen irgendwelche ist viel lustiger, wenn wir voll viele Kills machen. Ja. Okay, wie ihr wollt. Seitdem ich mit Rohat spiele, funktioniert meine Technik übrigens auch nicht mehr einwandfrei. Digga, dafür kann ich nichts. Google Chrome bei mir ist der größte Nutten-Drecks-Browser, den es gibt. Unglaublich. Okay, ja, lass Leute Arena machen. Schlau. Oh, wenn wir gegen gute Gegner spielen, dann werden wir auch besser. Ja, Jungs, wenn die Jungs Regio spielen wollen und ich Champions League, dann passe ich mich da an.
Willi, komm, lass mal ein bisschen callen. Wer war der beste Spieler, gegen den du je in deinem Leben gespielt hast? Nicht vom Namen, sondern der, wo du sagst... Der Alter, mich gefickt hat? Nein, nicht mal der dich gefickt hat, sondern der gesagt, der einfach euch als Team auch gefickt hat. Boah, da waren viele dabei. Thielemanns war geisteskrank. Der hat euch gefickt, was ihr braucht? Der hat im Zentrum da Sachen gezogen, die habe ich noch nicht gesehen. Also es war pervers. Pulisic war das ein Trauma gefühlt. Ja. Pulisic war, der ist so flink, dann hat der beide Füße, das ist beide Füße? Ja, das ist schon ein Cheatcode. Also so seine Übersteiger, weißt du, der macht rechts Übersteiger, geht links vorbei und dann knallt er den mit links scharf rein. Ja. Serge Gnabry war auch verrückt gut. Der hatte ein Tempo, das war undankbar. Dorschi ist im Zentrum auch eine Naturgewalt gewesen. Janis Burnic im Zentrum, Linksfuß, auch echt geil gewesen. Salih Öcalan, Digga, weiß wie viel er laufen kann und was er für einen Körper hat. Das unterschätzen so viele. Der hat einen richtiger Schrank. Der hat früher, oder ich weiß nicht, ob er es heute noch macht, aber gerungen und so auch. Also echt? So richtig, ja. Richtig, richtig krass. Baku, Digga, Baku ist dieser Cheatcode gewesen. Der hat Facecam, damit die nicht wissen, wo wir landen. So abgefuckt, weil der nie aufgehört hat zu laufen. Was war noch Gegenspieler? Okay, aber jetzt muss man überlegen, diese ganzen Namen, das sind geile Kicker. Aber überleg mal, wie die dann sozusagen aussehen, wenn die gegen so, also jetzt nicht Gnabry oder so, aber so ein, keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Dann gibt's ja nochmal Next Level. Das ist ja. Das kann man nicht verstehen, wie hoch dieses Niveau in dieser Bundesliga. Achso, ja, Tassos, danke dir für deine 28 Monate Ruhe und so. Das ist geisteskrank. Ja, also das ist Next Level Shit. Also Thielemanns, ungelogen, war brutal. Das war nicht mehr feierlich. Hast du es, wo wir schon dabei sind? Wo bleiben meine 500 Euro? Ey, ein Stream Deck ist voll krass, ne? Nee, ist voll schlecht. Digga, du lebst echt hinterm Mond. Ja, Digga, wirklich. Was hier dann? Ich habe mir eins gespielt, das ist so key. Nice, Bruder, endlich. Einer der größten Streamer Deutschlands streamt jetzt mit Stream Deck. Ich habe jetzt endlich auch eine Kamera. Macher, Bruder. Das ist voll keine Kamera, oder was? Nee, ich habe Webcam. Sehr schön, Bruder Herz. Wobei, das hatte ich auch bis letztes Jahr. Aber das ist mitbauen. Sag mal. Ja, ich bin ja mit Baum. Digga, er fickt mein Arschloch. Ist er weak? Nee, ich hatte keine Waffe, Digga. Ganz im Haus. Ich hab ihn so gefickt, was er braucht. Ja, er ist ein Schuss. Oh mein Gott. Aber Kegel hab ich gewonnen. Kreis X. Ich hab auch einen. Nee, okay. Kreis X. Aber was macht denn Rohr für verrückte Sachen? Warum? Warte, ich geb dir die Binde, weil ich glaub, Trio normal gibt's gar nicht. Hä? Natürlich. Oder Herz. Hey, ist es doch Dings. Warte. Bruder, Herz, nein. Mach doch, such einfach normal. Nee, warte, ich geb dir die Binde. Ja, der Bot hatte 20 Leben, Digga. Er muss mir eine Kugel geben. Was soll ich euch erzählen? Gib dir die Binde. Wieso hab ich jetzt die Binde? Kennst du. Snack? Heck, der hat Ansage gegen dich gemacht. Cool. Also bis jetzt. Oh, Snoopy, bitte. Mach bereit. Never too much.
Warte mal. Hört ihr was? In-game? Was, Bruder? Nee, Digga. Was? Rockstar Made. So. Too much. Ja, Brokerface. Rasta made. Also bitte base. Also nochmal für meine Ahnung, Rohrt, ne? Morgen muss 3 Fall Guys Wins. Wer die holt, ist egal. Wer die holt, ist Wayne. Das Ding okay. Ist sogar bei das, was ich mir denke, ich hoffe bei uns, wir sind zusammen im Finale und es kommt Sprungprobe. Dass wir beide den Win holen, da haben wir beide schon mal, da haben wir 2 Wins. Da müssen wir noch einen holen. Das ist voll smart und wenn wir die nächste Runde dann noch holt, dann seid ihr auch direkt schon fertig, ne? Ja, stimmt, ja. Leute, er hat recht, Bord, das ist wirklich smart. Aber die Wahrscheinlichkeit ist voll hoch. Wenn Sprungprobe kommt, Hilfe. Ja, aber das passiert voll oft, also das ist jetzt, ja. Okay, nächste geht Frage danach. Ja, ich weiß es. Was für eine Quote, 80%. Nächste ist dann Fortnite. Und eine Runde normal oder wie läuft das? Nein, ab? Erst Deathrun. Wenn beide mit Deathrun durch sind, dann eine Runde normal. So habe ich das verstanden. Okay. Ja, okay, dann check ich's. Lass aber mal in Vollgas rein, ein bisschen practicen. Ja, wollen wir. Ich sag ein Win und dann weg. Okay, wir müssen einen Win holen. Ja. Wir machen aber keine Win-Challenge, einfach so ein kleiner Anreiz. Okay. Aber ein, weil er noch nicht. Ich bin tot. Jungs, wo seid ihr eigentlich? Komm, ich hab Stress mit einem Gegner. Ich muss ganz kurz warten. Bruder Herz. Wo seid ihr? Bruder Herz, was soll ich machen? Ich hab doch Shifty markiert. Aber Bruder, wo bist du? Wir haben Sleepy, Mann. Wir haben beide Sleepy markiert. Ja, der ist markiert, ihr sagt ja. Ja, okay, Robert, dann lass mal connecten, Bruder. Und dann nehmen wir ihn. Robert, hast du Blue Light? Bei mir ist gerade Stress. Ja, ich komme. Okay, hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Boah, sind die in dir drin oder was ist mit dir? Ich bin hier oben, Digga. Ja, Bruder, ich bin dead, Digga. Was ist mit dir? Dead! Ist der eine Schelle kassiert? Boah! Kein Nuckensöhne, beide white, Digga. Also, lass mal jetzt straffen. Das ist ja hier Respekt. Boah. Wir haben doch nicht einmal den Anfangsdings überlebt. Ja, wenn du woanders landest, schwer. Ich hab Shift markiert, ich meinte, landen wir da? Ja. Komm. Auf einmal Säge, Digga, auch noch nie gesehen. Bruder, die haben ja, also wirklich, ich bin in den Raum gekommen und ich lag. Das war eine dicke Schelle. Boah. Ist Scheiße auch mal erste Runde raus? Yeah. Pancho! Also noch so close. Yeah. Ja. Oh, neuer Song. Den haben wir schon gehört.
Für dieses Album, ne? So krass. ManU hat 4-0 verloren. Ich bin nicht reingekommen. Spielersuche abgebrochen. Oh, bitte hör auf. Ich kann das nicht. Ja, wir müssen raus. Also das sieht nicht nach einem Schuh aus, das sieht nach gar nichts aus, wirklich. Ja, also bis jetzt, es ist hier Fortnite, das stresst mich auch sehr. Ja, mich auch. Mir wird warm im Zimmer. Ich habe einen Ventilator eine Stufe hochgemacht. Ich meine den Dyson. Ich gehe in Vollgas. Okay, Ella. Ist das egal? Okay, dann gehen wir. Okay. Digga, ich bin zweimal aus der Lobby gerade geflogen. Okay. Und wir machen eine Win-Challenge und wir werden die ganze Zeit gefickt und Rohr sucht irgendwelche Arena-Modis. Okay. Digga, warte, wir machen keine Win-Challenge. Hä, Digga, nein, machen wir nicht. Was ist in deinem Gras drin? Ich sag, da sind Sackhaare mit drin, weil das Zeug ist doch nicht clean. Was ist da? Guck mal, ob der dir da Schoki oder so verkauft, nicht am Ende. Eldos, ne? Ich frag dich, du sagst, nein, keine Win-Challenge. Dann sag ich einfach, hä? Also, ich hab das richtig Druck auf der Pille, ne? Zu viel Buba-Streams, das ist vielleicht das andere. Ich hab richtig Druck auf den Pillen. Du machst zu viel Buba-Streams. Buba-TV? Buba-TV, viel zu oft. Du guckst dazu wie so ein notgeiler Knecht und freust dich. Freuen ist was anderes. Ton weg. Hallo. Hey Jungs. Ja? Hä? Warte, du kannst doch nicht sagen, ey, Digga, es ist schwer heute, würde ich sagen. Viel, Digga. Hallo. Ich hol mir schnell was zu trinken, sorry. Jetzt hört ihr mich wieder. Ich bin drin. Doch ein Kabel. Mein Chat. Okay, wollt ihr mich einladen, Jungs? Oder nicht so? Ja, doch so. Ah, ja. Ach so. Ja. Wichser. Chat, wenn man eine McDonald's-Karte hat, ne? Mit McDonald's. Hat man da nicht, also diese Premium-Karte, da hat man da nicht Unlimited Essen? K1 hat eine. Warum hab ich keine? You know what's in Nabi Omari? Oh, Digga, was ist mit den Schwänzen? We to go. Willi, rede mit dir? Nein. Willi? Oh, warte mal. Ah, jetzt weiß ich, warum es knallt.
Jetzt. Nein. Ich höre euch. Wie wär's mit Einladen, Jungs? Du Schwanz, ich rede seit 15 Minuten mit dir. Digga, ich habe meinen Controller eingesteckt und dann ist es rübergegangen auf irgendwie Dings. Sag, wie wär's mit Einladen? Man kann dich nicht einladen. Warum nicht? Ich lade ihn ein. Lad ihn ein, bitte. Lad es nicht doch. Boah, ey. Nee, Jungs, meine Schuld. Nee, super, red ja nur noch seit 10 Minuten mit dir. Warte, ich warte noch auf die Antwort, okay? Okay. Jetzt funktioniert doch alles. Entspannt euch. Ja, nee, Freunde. Voll entspannt, Bro. Alles easy peasy, ne, wie man sagt bei euch. Bei euch. Ne? Easy, Bro. Zitrone ist ein kühles Blondes. Es gibt nichts Besseres als ein kühles Blondes am Abend. Und damit meine ich Vita-Welt. Roat, hast du eigentlich noch Vita-Welt? Digga, geht mir aus langsam. Und ich hab's nicht in meinem scheiß Dorf, das nervt mich so. Sollen wir was zuschicken? Ja, gerne. Okay. Was Eli formiert? Ich hab nur noch Melone, weil ich Melone, also den Geschmack von Melone eigentlich gar nicht mag. Und ich trinke das die ganze Zeit und jetzt... Ja, dann schicken wir das Schuss. Wir schicken was zu, Bruder Herz. Und langsam schmeckt mir sogar Melone, weil ich es die ganze Zeit... Ich sag dir ernst, ein kühles Blondes am Abend ist das Beste, was gibt. Eli, falls du einen X-Knopf hast. Wie findet ihr meinen Skin? Voll cool, Bro. Danke dir, Bro. Nicht starten. Digga, diese Drecks-Elgato, ne? Langsam ist auch bei mir. Digga, Elgato ist mit Abstand. Digga, wer mit Elgato gepartnert ist, Seele verkauft. Sucht auf Twitch nach, wer mit Elgato gepartnert ist. Bro, das ist mein Partner. Glaube ich nicht. Warum? Würde Eli niemals zulassen. Und ich auch nicht. Nein, ich habe einfach keinen Partner. Hast du einen Partner, Roat? Nein, Games Only. Sonst habe ich keine Partner. Weiß selber auch falscher Ehrgeiz. Andere Leute haben 10.000 Partner, Digga. Glaubst du, wir sind unrelevant? Ich glaube einfach, wir sind so... Wir beide sind so, was dieses Internet-Game angeht. Wir sind, glaube ich, nicht so auf krassen Hassel, was das angeht. Weißt du, wie ich meine? Du bist halt so eher in deinem Fußball-Ding. Eli ist ein Macher, was das angeht. Das stimmt. Was denn? From you? Aber Grant. Das ist der beste Grant ist auch mein Partner mäßig. Du bist der beste Aussehendste? Ich habe irgendwas gehört von Eli Macher, dann war ich aber mute. Ja, dann war ich auch zum richtigen Zeitpunkt mute. Würdest du sagen, Willi, du bist eine 10 von 10? Ja. Okay. Soll ich dir sagen, warum? Ich habe das in deinem Video mal gesehen. Nein, ich hab noch mehrere für dich auf Lager. Okay, erzähl mal. Okay, daraus einen TikTok-Clip machen. Stell mir nochmal die Frage. Würdest du sagen, du bist eine 10 von 10, Willi? Schöne Frage, Bruder Herz. Ich würde das von mir behaupten, aber einfach aus dem Grund... Wir Menschen werden als Original geboren und sterben meist als Kopie. Und jeder Mensch ist auf seiner Art, so wie er ist, einzigartig. Deswegen ist jeder Mensch da draußen eine 10 von 10. Seid stolz auf euch. Damit ihr euch ins Bett bekommt. Das ist ja ekelhaft, Digga. Ich dachte also wirklich, du ziehst alle Register. Das ist ja ekelhaft. Dieser Typ ist wirklich so krass. Ich schwöre es euch. Ich lese die ganze Zeit nur schön gesagt. Du bist das Schlimmste, was so... Richtig manipulierbar Wichser. Was auch passieren kann, wenn sie feuerig ist. Das ist ganz, ganz hart. Er zieht Geschütze auf, Freunde. So, er kommt über so eine ganz komische Masche. So. Ja. Der perfekte Schwiegersohn mäßig. Ich lese die ganze Zeit nur schön gesagt. Danke. Schleimiger als Bilal. Ja, Bilal auch schlimm. Also, so vom Aussehen. Vom Aussehen bin ich ein Brett, was soll ich dir erzählen? Und das dazu gerade in meinem Clip. Willst du was anderes sagen, Bruder Herz? Ich sag dir ehrlich, es gibt Tage, da bin ich eine 2 von 10. Es kommt immer drauf an, wie man sich fertig macht. Und so. Wenn ich früh morgens mich nicht fertig mache, noch mit angeschwollenen Augen, noch ein paar Augenringe, vielleicht 5 Tage lang noch nicht intensiv gestreamt habe, nicht so oft in der Sonne war,
leichten Mundgeruch habe. Ja. Vielleicht nicht so oft geduscht habe, dann bin ich echt nicht attraktiv. Aber ich sage, dass jeder aus sich was machen kann, wenn du dann zum Friseur gehst, holst du die ersten 10 von euch. Die müssen ja nicht teuer sein, die müssen ja einfach. Nee, so definitiv nicht. Ein bisschen passen, da achtest du ein bisschen. Ich sage, jeder kann was machen und ich sage, ich bin, wenn ich mich fertig mache, bin ich ein Süßer. Wenn ich mich fertig mache, ich kann auch richtig hässlich sein. Oh, Chat, ich zeige euch jetzt einen Weltrekord. Pass dir auf. Weltrekord, ne? Weltrekord. Jetzt bin ich alleine, Weltrekord. Weltrekord. Warum gehen wir schnell so schnell weg? Bekommen. So. Durch. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Vor Eli! Ich hab einfach den Boost nicht bekommen. Hallo Manfred. Na, wie geht's dir? Ich sag, das ist ein guter Fact, weil ich sag, du musst deine Haare zum Beispiel immer ein bisschen machen. Ein bisschen Volumen und so reinbringen, ne? Ja, bei mir. Ja. Also ich muss zum Beispiel, ich steh morgen scheiße aus. Ich muss erstmal duschen, ich muss meine Haare machen. Und danke, ich muss vielleicht mal Wasser in die Fresse. Willi, bei dir ist es auch so, dass deine Haare immer gleich aussehen, oder? Immer. Ja, ich kann sie natürlich ein bisschen erfrischen mit Vitamine und ein bisschen Öl und so. Das mache ich ja auch. Aber das ist jetzt nicht so ohne gemachte Haare, weißt du? Ja. Natürlich, das ist bei mir genauso. Also es gibt da Jungs, die sind da wirklich am Föhnen, die müssen ihre Haare föhnen, das und das. Ja, Föhnen ist für mich Riesenabfuck, Digga. Ich habe meine Haare noch nie geföhnt. Ja, ich auch. Glaubst seit 5 Jahren oder so nicht mehr. Manfred, bitte. Eli, föhnst du deine Haare? Ich wasche meine Haare und dann lasse ich die noch mehr nach vorne trocknen. So Luft trocknen, das den Klassiker. Damit sie so sind, wie sie sind, dann muss ich die waschen. Und dann halt so mit einer Bürste in die Ja. Dann reicht es so einen Tag. Also dann kann ich am nächsten Tag, morgens sehe ich dann immer noch so aus. Aber wenn ich zum Beispiel das zweimal dann mache, ich weiß nicht, ob du das kennst, viele werden das kennen, bei mir ist das so. Wenn ich meine Haare 2 Tage nicht wasche, Digga, die fühlen sich so fettig an und dünn. Den Call verstehe ich halt auch nie, so fettige Haare. Ich hatte das auch noch nie, Digga. Ja, voll so. Wusstest du auch ein kleiner Funfact, Eli, dass ich fast keinen Wirbel habe? Du hast keinen Wirbel? Ja. Okay. Ja, das kommt auf die Haarqualität an. So fettige meine Haare neigen zu verfettigt. Verfettete Masthaare habe ich. Kommt drauf an. Wenn ich meine Haare 2 Tage nicht wasche, dann sehen meine Haare richtig fettig und dünn aus und so. Und dann liegen die auch nicht mehr. Das hat sich aber geändert. Früher war das nicht so. Haarqualität ändert sich ja auch immer. Einer noch. Bei mir auch, ja. Bisschen Abfall. Digga, ich bin. Mir ist auch. Ich brauche noch 2, nein. Aber früher, du kennst ja noch nicht meine Prime-Zeit, ne, mit meinen Haaren und so. Ich war ja eine Zeit lang Zayn Malik, Eli. Hä? Bin durch. Zayn Malik. Bitte nicht? Hä? Sag ich den Namen falsch? Zayn Malik? Bei mir auch leider. Ja, aber das ist nicht schlimm, wenn man fettige Haare hat. Müsst ihr halt einfach ein bisschen. Was bei mir halt leider auch scheiße ist, finde ich. Ich habe manchmal echt. Ich
neige zu Augenringen, leider. Ich oh, weißt du, was ich dagegen machen kann? Ich hab Augenringe und meine Augenringe haben Augenringe, Digga, das ist so das schlimm. Das ist jetzt meine interessante Frage. Das ist daran, dass ich wenig, ich hab manchmal Augenringe, obwohl ich nicht mal wenig geschlafen habe. Ja, das ist normal. Das ist normal, dass man Augenringe hat, obwohl man genug ja, hat? Ja, das hat nicht immer nur was mit Schlaf zu tun. Weißt du, warum? Weißt du zum Beispiel, warum Frauen sich jetzt schon in dem Alter Botox spritzen in die Stirn, um einfach dann im späteren Alter Falten zu verhindern? Ich bin da in der Thematik drin. Ich höre zu, Edi. Ich bin Zuhörer. Ja. Okay. Machst du so Pflegesachen, zum Beispiel Gürkchen oder so? Oder? Ich mache manchmal eine Maske. Einmal im Monat oder so. Glaub mir, Melle wird sich freuen, wenn du zu Melle sagst, hey, machen wir heute mal einen Beauty Day. Da wird sich Melle freuen. Das ist ein 10 von 10, 10 Ding, Edi. Geht ja zusammen zur Maniküre, Pediküre. Gönnt euch eine Massage. Das ist es, Edi. Glaub mir. Okay. Dann legst du da mit ein bisschen Creme im Gesicht, Gurke, dann wird geknetet. Das ist es, Eli. Einmal am Tag, einmal im Monat fühle ich auch sowas. Super! Was super. Jetzt ein ganz wichtiger Call von mir an euch ist, knipst euch eure scheiß Fingernägel. Fingernägel und Fußnägel, darauf achten die Frauen. Ja, Hände sind extrem wichtig. Also gepflegte Hände zu haben, kein Dreck unter euren verdrecksten Fingernägeln. Und ganz wichtig. Nicht kauen, sondern manchmal macht man das, manchmal kauft man das, manchmal auch ab und zu ganz. Wenn man nervös ist oder unter Druck ist. An die Leute, die ihre Fingernägel kauen und das sich nicht abgewöhnen können, das habe ich früher auch gemacht. Es gibt so einen unsichtbaren Nagellack. Wenn du das machen willst, dann schmeckt das so ekelhaft und dann machst du es direkt nicht mehr. Oder du machst es einfach gar nicht. Ja, aber bei manchen Leuten ist es ein Tick. Bei mir war es früher auch so. Okay. Davon abzuhalten, wenn ihr eure Fingernägel kaut. Dann könnt ihr richtig komische Finger bekommen, also so. Ja, so geranzte. Ja, die sehen dann ganz komisch aus. Ja. Die sind dann. Digga, was ist hier los? Digga, bei mir ist es so verzögert, Hilfe! Ja, wir spielen auf keine Ahnung was, Digga. Also das sind kleine Empfehlungen, die Meta sind. Wirklich, also das ist hier, dafür zahlen Leute Geld. Nicht Fingernägel kauen, holt euch einen scheiß Nagelknipser, dauert eine Minute am Tag. Okay, muss man nicht jeden Tag machen, aber zack, zack, zack. Dann auch nochmal ein riesengroßer Tipp von mir. Nicht einmal im Monat irgendwie. Notenfinale. Euren Schambereich da, ne? Sondern auch mal immer. Mann, das könnt ihr immer, wenn er unter Dusche geht. Genau. Und jetzt kommt ein ganz kleiner Call. Guck mal, Creme? Nein, das ist nicht guter Call. Ich habe mehrere Calls. Mach erstmal, Eli. Erstmal der Call. Es ist viel entspannter, alle 2-3 Tage den Nasen zu machen, den Rasen, ja. Das dauert eine Minute. Sehr schön gesagt, Bruder. Anstatt du einmal in 3 Wochen. Sehr schön gesagt. Noch nicht vorbereitet. Sehr schön. Guck mal bitte die Verzögerung bei mir, Chat. Guck mal, manchmal. Ja, das ist ja geisteskrank. Die kommen erst. Drei Züge danach. Kleiner Call. Ich benutze keine Männerrasierer, ich benutze Frauenrasierer. Ja? Die sind besser für die Haut. Digga, guckt euch bitte die Korn an. Und dann sagt ihr manchmal, dass es nicht delayed ist. Nimmt es, glaubt mir. Frauenrasierer. Und für alle, die 18 sind und einen Führerschein haben, Kaugummis im Auto. Da gibt es eine Regel. Kaugummis, Ladekabel, Kondome und Parfüm. Und dann habt ihr ein Badmobil. Ja. Da kann sogar ein Fiat Punto auf einmal wie ein Porsche aussehen, wenn sie dann erstmal drin sitzt. Wirklich, also ihr braucht ist immer so. Ladekabel unbedingt. Ja. Ladekabel unbedingt, dann braucht ihr safe Kaugummis, dann braucht ihr safe so ein Parfüm im Auto. Super. Und ihr braucht immer. Super. Das sind Meta-Dinger, glaubt mir. Was lernt man nicht in der Schule, Chat? Definitiv nicht. Tipps gegen Pickel und Akne. Also jeder bekommt mal Pickel, das kommt auf die Persona, manche bekommen es mehr, manche bekommen es weniger. Ich bekomme auch immer noch Pickel, Freunde. Dagegen kann man nicht immer was machen, aber achtet vielleicht auf eure Ernährung. Viel Wasser. Ich sag, Ernährung ist der Key, glaubt mir. Lasst die fettigen Sachen weg, nehmt ein VitaVate anstatt eine Cola und eure Haut wird, der ganze Körper wird sich danken und die Haut erst recht. Ihr werdet es merken. Macht mal. Eine Woche nur Wasser, ihr werdet sehen, wie Meta das Ding ist. Das verstehen viele nicht. Mann, das ist aber das ist so eklig zu spielen. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, Freunde. Ja, safe.
manche bekommen, manche können essen, was sie wollen, sie bekommen keine Pickel, manche bekommen sie. Das ist vom Mensch zu Mensch, ist es auch so wie, bei manchen geht das Fett in den Arsch und bei manchen in die Brüste. In den Bauch. In den Bauch. So. Ja, by the way, gewonnen, ne? Ja, sehr schön, Rot. Maschallah! Also, das ist Meta. Und jetzt auch noch ein gut gemeinter Tipp, wenn ihr einen guten Friseur habt, das ist nicht jede Woche gut, aber Augenbrauen. Ja, mein Friseur ist so ein Augenbrauen-King, ne? Sehr, sehr, sehr. Ich sag ja nicht, dass ihr eure Augenbrauen zu so einer kleinen Möwe machen müsst, aber gepflegte Augenbrauen haben auch nochmal ein sehr cooles Erscheinungsbild. Maschallah. Müsst ihr Willi auf jeden Fall nicht fragen. Marlon schreibt alles Quatsch. Hallo Marlon, für die Nachricht, dann erzähl mal, wie sieht's aus? Was möchtest du uns erzählen? Marlon? Wir hören auf dich. Trinke nur Wasser, vielleicht einmal die Woche und eine Cola oder so. Ja, ich trinke nie. Das ist vollkommen in Ordnung. Also nie so. Von mir, ich sage es nicht mal wegen Vitamins, von mir aus trinkt nur Wasser, aber hört auf, sowas zu trinken. No caps, einzig, was du mit einem Cola machen kannst, mische. Davon kommen auch Pickel, by the way. Was? Alkohol. Ja, natürlich. Und du wirst auch dick dadurch. Das setzt sich ja alles ab, Bruder. Mit Alkohol wirst du dick und quälst auf. Das ist kein Geheimnis. Also, meine lieben Freunde. Ich sag's nicht. Also, durch Alkohol quälst du auf. Und vor allem durch Bier. Wegen den Hefe. Bier ist am schlimmsten, Digga. Ja, das setzt sich alles am Bauch ab. Hefe. Deswegen sag mal auch Bierbauch. Ja, schön gesagt. Digga, ich hatte bei meiner Ausbildung, das ist geil, ich hatte ein. Die Message ist jetzt aber nicht, kein Alkohol, dafür kiffen. Nein. Aber ich hatte bei meiner Ausbildung was Cooles. Ich hatte Körperpflege, Ernährungskunde und so Sachen, die du in der Schule nie gelernt hast. Ey, Roat, glaub mir mal, ein Beauty Day ist es. Ich geh zur Maniküre und Pediküre. Mani und Pediküre. Wiener 1. Was glaubst du? Eli, ich schwör's dir, wenn du meine Finger sehen würdest, du würdest sie lecken. Nein, du hast Wurstfinger. Ja, Wurstfinger, ja, aber trotzdem schöne Nägel. Ja, Nägel. Nägel kann man echt immer gepflegt haben. Jetzt Timeout, Nata. Woche. Finger sind extrem wichtig. Ihr glaubt das vielleicht nicht? Also ich weiß nicht, das ist natürlich auch immer Geschmackssache von Frau zu Frau anders, aber Melina findet zum Beispiel Hände sehr attraktiv. Hände sehr wichtig. Und noch ein kleiner Call, holt euch meine Boxershorts, also Strings. Nein. Doch. Das ist scheiße. Das ist so eine krasse Überraschung. Strings sind scheiße. Ich werde dir einen schenken. Eine schnelle Brille und ein String. Hände sind wichtig. Zähne auch wichtig, Digga. Gut riechen, absolut Game Changer. Meta. Fucking sleeper, man. Gut riechen ist sehr wichtig. Wenn du einen Raum verlässt und die Person sich dann fragt, wer oder die Frage gestellt wird, wer riecht hier so gut? Oder. Ja, das ist korrekt. Also, oder die Fragestellung kommt, oder dann gesagt wird, boah, du verlässt den Raum und die Leute sagen, boah, riecht der gut? So eine Frage gab es auch mal mit Monte, Digga. Hat sie gefragt, wer riecht denn hier so gut? Und dann sagt Monte so, ich, das ist mein Parfüm, sie riecht so dran. Sie sagt so, nee, das ist es nicht. Geh zu Breitenberg, riecht dran und sagt so, ja, das ist es. Und dann putzt ihr eigentlich eure Zunge? Ja. Ja. Philips Hue, muss ich. Philips Hue, Aufnahme. Muss ich. Vor 3 Tagen oder so. Da waren hier 8 Leute im Raum. Da hat eine gesagt, also von der Produktion, wer riecht hier so gut? Und dreimal dürft ihr machen. Natürlich. Der Kameramann. Chat, kauft euch sowas. Es gibt so ein Ding, womit man so seine Zunge putzen kann. Ich rasiere auch meine Beine. Aber aus anderem Grund. Ganz zu gut. Wegen Fußball? Ja. Bei der Insta-Story habe ich mal ein paar so rausgebracht. Bei den Highlights. Mein Lieblingsparfüm overall ist Baccarat Rouge, würde ich sagen. Das ist so mein Main-Ding. Eli, ja. Darf ich das? Also, du kriegst Proben zugeschickt, ne?